Kennt ihr diese ganzen Actionfilme, wo es dann immer so Safe-Knacker gibt, die dann irgendwie einfach nur durch Hören oder durch Fühlen oder mit so einem Stethoskop einfach einen Safe knacken können? Und ich dachte mir, kann man das überhaupt so machen? Und zweitens, kann man das lernen? Und drittens, wäre das ein neuer Job, falls YouTube nicht mehr läuft? Deswegen habe ich mir ein Safe gekauft. Der hat so einen richtig klassischen Drehmechanismus, wie bei den Filmen auch. So sieht das von innen aus. Und den werde ich jetzt versuchen zu knacken, ohne dass ich die Zahlenkombinationen weiß. Wir haben noch eine GoPro drin, damit ihr sehen könnt, was der Mechanismus macht. Perfekt, weil ich habe keine Ahnung, was die Zahlenkombi ist. Und jetzt habe ich eine GoPro drin eingeschlossen. Mal sehen, wie ich es wieder rausbekomme. Dann let's go. Tresor knacken lernen in hoffentlich nicht 1 Milliarde Tagen. Das Ding ist, ich weiß halt nicht mal, wie man den aufmachen würde, wenn ich die Kombination kenne. Ich weiß halt nicht mal, wie man einen Tresor generell aufmacht. Probieren wir erstmal einfach. Also man hört hier auf jeden Fall irgendwas klimpern. Ich weiß halt nicht, was es macht. Sollte ich vielleicht erstmal googeln. Wie öffnet man einen Tresor? Indem man bei unserem Safe zum Beispiel ganz einfach von 1 Million verschiedener Kombinationen, die es hier gibt, genau die richtige einwählt und dann geht der Safe auf. Und genau das macht Safes auch so sicher. Die Anzahl der verschiedenen Kombinationen, die man hier eingeben kann. Das heißt, selbst dieser Schlüssel bringt einem fast gar nichts, weil man das Ding trotzdem nicht einfach aufbekommt. Bei Safes gibt es verschiedenste Schlösser, zum Beispiel Group 2 Locks. Und wir haben hier ein sogenanntes Direct Entry Lock drin. Ein Direct Entry Lock besteht genau aus 3 Wheels. Das sind diese 3 Scheiben hier. Und jeder dieser Wheels hat ein sogenanntes Gate. Das ist dieser große Schlitz. Und um dieses Schloss zu öffnen, muss man alle 3 Gates so hinstellen, dass das Schloss da reinpasst. Das heißt, die Position der Gates bestimmt auch die Zahlenkombination, die wir eingeben müssen. Aber wie kann man jetzt die Gates richtig einstellen, wenn man die Zahlenkombination nicht kennt? Da gibt es eine kleine Schwachstelle. Und zwar kann man das Schloss gegen das Wheel drücken. Und wenn ich das Wheel jetzt drehe, klackt es genau da, wo das Gate ist. Und nur nach diesem kleinen Klacken kann man Wheel für Wheel theoretisch die Zahlen rausfinden. Also, wir wissen jetzt schon mal, wie so ein Direct Entry Lock funktioniert. Und die Schwachstelle ist, dass ich hier über den Schlüssel merke ich, oh ja, das merkt man wirklich. Und jetzt müsste es gleich irgendwo einen Klacker geben. Da! Da ist zumindest ein Schlitz. Theoretisch wäre das dann die erste Zahl. Und dann geht's weiter. Nochmal 50? Hä? Ja gut, die Safe-Macher sind natürlich nicht so blöd, dass man einfach die richtigen Nummern erspüren kann. Deswegen werden sogenannte False Gates eingebaut. Das sind diese kleinen Lücken hier. Und die klacken natürlich genauso wie das richtige Gate. Das heißt, man muss irgendwie noch den Unterschied zwischen den False Gates und den richtigen Gate erspüren. Und das macht das Ganze so unfassbar schwierig. Eine Sache, die man auch noch bedenken muss, ist, bei so einem Safe gibt es ja verschiedene Drehrichtungen. Das heißt, wie finden wir denn raus, in welche Richtung wir die Zahlen eingeben müssen? Und da können wir uns glücklicherweise auf diese Pins verlassen, denn bei dem Mechanismus, den wir hier drin haben, ist es so, dass wir erst zum Beispiel, um die erste Zahl einzuwählen, alle 3 Räder zum Drehen bringen müssen. Ich drehe jetzt einfach mal nach rechts und wir hören mal hin. Pin 1, Pin 2, Pin 3. Jetzt müssten sich alle 3 Räder drehen und jetzt müsste ich versuchen, das erste Gate zu finden für die dritte Zahl. Das heißt, ich drehe den Schlüssel jetzt und jetzt erfüllen wir Gates. Das heißt, hier ist das erste potenzielle Gate und zwar zwischen 98 und 0. Zweiter. Das hier ist zwischen 83 und 86. Das ist schon mal breiter als das erste. Hier ist eins zwischen 69 und 71. Wieder nur 2. Das heißt, hier ist der Median 99. Hier ist die Mitte 84,5. Das zweite Gate ist breiter als die anderen beiden. Gucken wir mal, wie viel wir noch haben. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Das zweite Gate ist mir das, was mir am meisten auffällt, weil das ist größer als die anderen. Hier haben wir immer 2 Zahlen, hier haben wir 3 Zahlen, hier haben wir 2 Zahlen, hier haben wir 2 Zahlen, hier haben wir 2 Zahlen. Das heißt, 84,5 könnte die erste Zahl sein. Und als wäre das nicht schon schwierig genug, muss man die Zahlen natürlich auch noch in einer bestimmten Reihenfolge eingeben. Das Problem ist nämlich, die erste Zahl, die wir erspüren, und zwar vom hinteren Wheel, ist die letzte, die eingegeben werden muss. Das heißt, das Wheel, was wir zuerst bewegen, ist die letzte Zahl. Das mittlere Wheel ist die zweite Zahl. Und das
vorderste Wheel ist die erste Zahl. Das heißt, wir müssen den Code rückwärts knacken. Schade. Das müsste definitiv bei Wheel 3 das Geld sein. Fuck, wie komme ich an die anderen dran? Wie geht denn meine Strategie noch nicht so ganz auf? Hater würden sagen, ich probiere jetzt einfach nur random aus, bis ich es halt irgendwann schaffe. Das Ding ist, würde ich jetzt ohne Strategie einfach alle 1 Million Möglichkeiten hier vorne durchprobieren, wäre ich, selbst wenn ich alle 30 Sekunden eine Eingabe machen würde, 347 Tage am Stück beschäftigt. Das ist fast ein Jahr. Also ohne Strategie einfach zufällig diesen Safe zu öffnen, ist fast unmöglich. Ich habe jetzt mal darüber nachgedacht. Ich glaube, das Einfachste und Smarteste wäre, wir haben halt nur 5 Zahlen. Sagen wir einfach mal, wir sind uns sicher, die 84,5 ist unsere dritte Zahl. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht die anderen False Gates die anderen Zahlen der anderen Wheels sein könnten, haben wir nur 5 verschiedene Möglichkeiten. Das heißt 5 mal 5 mal 5, das heißt 125 verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das Einfachste wäre, das tatsächlich einfach mal durchzuprobieren. Wir gehen jetzt hin und fangen einfach an mit als erstes 99. 1. Das ging gefühlt schon weiter rein. Ha. Problem, ich habe jetzt all meine Zahlen einmal durchprobiert. Keiner hat den Safe aufgemacht. Aktuell haben wir nämlich folgendes Problem. Sagen wir, das hier ist der Safe. Hier haben wir unsere Safe-Tür. Kunstleistungskurs mal wieder. Dadurch, dass wir Wheel 3 direkt drehen können, können wir dieses Gate hier theoretisch erfüllen. Zwar gibt es ja auch False Gate. Das ist quasi das, was wir hier aufgeschrieben haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gate hier bei der 3 unsere 84,5 ist. Ich habe jetzt gehofft, dass die anderen False Gates, die wir hier aufgeschrieben haben, dass die uns vielleicht Hinweise auf die Gates von Wheel 2 und Wheel 1 geben. Falls es aber nicht so ist, könnte es sein, dass wir einfach weiter rumprobieren müssen und ich halt keine Ahnung habe, wo was ist. Ich hoffe überhaupt, dass meine Theorie mit dem dritten Wheel stimmt und es wirklich die 84,5 oder da in der Area was ist. Weil wenn das auch falsch ist, dann hätten wir einfach mal entspannt gar nichts. Tag 2. Hier hatte ich ja gestern alle False Gates aufgeschrieben. Und ich schreibe einfach nochmal alle Kombinationen auf mit der 85 am Ende. Daraus ergeben sich jetzt 12 Kombinationen. Die teste ich jetzt einfach nochmal. Fangen wir an mit der ersten. Ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen den Widerstand. Es könnte was mit der 20 zu tun haben. Ich versuche halt irgendwie was zu spüren, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wirklich was spüre oder ob es einfach so Gehirngespinste sind. Das könnte jetzt was sein. Ich habe doch keine Ahnung. Weiter geht's. Ich wüsste gerne am wenigsten, dass das Game wichtig ist, ey. Damit habe ich jetzt alle Variationen von Gates, die ich gespürt habe, einmal durchprobiert. Immer noch nichts gefunden. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich jetzt noch probieren soll. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe ein neues Werkzeug dabei. In den Filmen machen die es ja auch immer so random mit Stethoskop. Ich dachte, ich probiere es jetzt mal. Ich bezweifle, dass es irgendwas bringt, ehrlicherweise, weil ich arbeite ja eher nach Widerstand anstatt nach Geräuschen, aber let's try. Ich höre halt die Gates deutlicher, aber ich höre keinen Unterschied. Ich würde sagen, bei dem Safe speziell ist das Ding halt Safe Mythos. Tatsächlich bin ich so ein bisschen am Verzweifeln. Ich habe jetzt noch 2 Ideen. Die eine Idee ist, wir hatten ja hier einmal rundherum die ganzen False Gates aufgeschrieben und alle False Gate Kombinationen ausprobiert. Und ich dachte mir, was ist, wenn man einfach Uno Reverse macht und einfach die Kombination jetzt mal durchtestet, wo kein False Gate ist, mit der 85 am Ende, weil ich bei der 85 relativ sicher bin, dass es richtig ist. Ich glaube, die beste Option, die wir jetzt noch haben, ist echt unsere Zahlen hier einmal noch auszuprobieren. Let's go. Leider nein. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. B.
Spiele ich mir das ein oder komme ich da jetzt gerade weiter ins Gate? Ich glaube, so weit habe ich den Schlüssel noch nie drehen können. Bei der Kombi ist irgendwas anders. Das ist actually insane, wenn ich recht habe und ich das wirklich gespürt habe. Ab ist die 30, 60, 85. No fucking way! Was? Als ob das geklappt hat! 30, 60, 85 war's! What the fuck? Der ist offen! Ich check's gar nicht! Ich habe safe geknackt! Oh, geil! Ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich das noch packe, ehrlicherweise. Originale Code war 30. Ja, hatte ich richtig. 62. Okay. 86. Lol! Okay, da sieht man, das Schloss ist nicht so ganz genau. Das hat immer so ein Spiel gehabt. Ja, ne? Deswegen habe ich auch immer die Rundenzahlen erst abgetastet, weil damit war so irgendwie viele Möglichkeiten abgegrast. Digga, hätte ich gedacht, dass ich das noch schaffe. Bis next week, Leute.